Hey ho, Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Wo waren wir letztens? Übrigens, start einer neuen Aufnahmesession, ne? Ach, ich wollte zwischen den Aufnahmen zurücklaufen, ne? Ja, daraus wurde jetzt wahrscheinlich nichts, ne? Ach, ich wollte zwischen den Aufnahmen zurücklaufen. Ach, egal, komm, das machen wir jetzt so. Das haben wir noch rein in die Folge, ist egal. Ich habe mir ja sowieso in die Kommentare geschrieben, dass ich mehr die Landschaft erkunden soll und nicht so viel schnell reisen soll. Also. Selbst schuld! Selbst schuld! So. Bisschen Heilung hier am Start. Ich meine, so weit ist der Weg nicht und mit Reittier sowieso nicht. Wo wir herkommen hier? Reittier, hallo. Oh, hier. Mit Reittier sind wir da ja im Handumdrehen, ne, unten. Im lieben Sonnenmarkt. Das ist Sonnenmarkt, oder? Nein, pfui. Nicht stacken. Nicht stacken. Oh, komm, Speed. Zeit ist Geld. 430 kriegen wir easy hin, das ist mal. Mit den Reittieren kommt man sowieso so extrem schnell voran. Das ist so schön. Nein, man übersieht manchmal ein paar Blümchen, wie da. Ich habe sicher schon 5 Blümchen gezählt, die wir mitnehmen können. Das hat bestimmt einen Beutel voll gemacht, aber... Komm, ist ja nicht so wichtig. Oh, noch 270 Schritte. Lagerfeuer entdeckt. Ja, schön. Ich muss jetzt auch nicht jedes Lagerfeuer mitnehmen. Diese Maschinen passen gut auf. Ja, ja, wir sind zu schnell, ey, Leute. Oh, da vorne sind wir schon, kann das sein? Okay, weiter kann sie nicht. Kannst du dich mal bitte um das Teil hier kümmern? Ja. Viel Spaß, wer gewinnt? Ah! Du dummer Stürmer! Was machst du jetzt? Hä? Kommst du hier durch? Ja, was machst du jetzt? Hier ist eine Mauer, blöd, gell? Das würde mich interessieren. Greift er uns jetzt hier an? Der kommt hier, glaube ich, nicht durch, ne? Ja, ist blöd, ne? Du kannst mir hier nichts machen. Ja, komm doch. Aua! Ja, komm doch. Ja, komm doch. Ach, du passt auf. Schön. Komm. Hier komm. Ciao. Ah, ne, da wollten wir nicht hin. Ja, kämpft ihr mal da drüben. Macht ihr mal. Ist okay. Ja, ich gehe durch den Fluss. Ich muss mich noch waschen. Ich habe mich heute nicht gewaschen. So, wo sind wir denn? Lagerfeuer. Auch schön. Nehmen wir mit. Nebenquest ist hier drüben, sehr schön. Deckung, sonst war es das. Ja, macht ihr mal, macht ihr mal. Ihr braucht doch eh Training. So. Hey. Du bist sogar jemand anders. Vorher hatten wir eine andere Nebenquest markiert. Egal. Darum ist noch eine Quest. Ah, die Maschinen reiten in Nora mit dem Spezialspeer. Welch ein Glück, dich zu treffen. Ich habe einen Vorschlag. Komm näher. Nenn mich Fernand. Du klingst so schmierig, ernsthaft. Alter, was? Was guckst du so? Hey, Fernand, meine Augen sind hier. Ich betrachte deinen Speer. Er ist prachtvoll, aber wie funktioniert er? Man steckt seine Spitze in die Maschine. Ja, aber wie macht er aus Feinden Freunde? Ganz einfach, wirklich. Ja? Aber das verstehst du nicht. Das... Ah, geil, ey, Leute. Alter, der ist so schmierig, der Typ. Der ist so schmierig. Ah. Okay, Fernund. Was für ein Vorschlag. Als der idiotische Kaja-König herrschte, versteckten Fremde oft Wertsachen von Räubern. Tja, ich fand eine. Was ist es? Ein Relikt. Von den Alten. Du würdest es vermutlich besser begreifen als ich. Doch leider liegt es in zu großer Höhe. Aha, und ich soll es jetzt für dich holen? Ein brillanter Plan. Du kannst bestimmt besser klettern als ich, ganz sicher. Hol es, bring es her und wir teilen den Gewinn. Soll ich nicht erstmal schauen, was es ist? Das geht auch. Der klingt so schmierig, so richtig bäh. Oh Mann. Was machst du denn genau? Ich handle mit Basteleien. Günstig kaufen, teuer verkaufen. Aber in diesem Fall kaufst du ja nichts. Manchmal da
finde ich auch Basteleien. Gut. Als wäre besoffen, sieht er aus. Das ist unglaublich. Könnte interessant sein. Was soll ich tun? Das Relikt liegt beim Anstieg zum Dämmerberg. Bring es zu mir an den Meridian Docks. Und es wird sich auszahlen. Das werden wir sehen. Ich behalte es einfach und fertig. Was sind wir denn auf den angewiesen? Hi. Ich will doch nur einen Moment Ruhe. Ja, okay, ich lasse dich ja schon. Ah, das ist die falsche Quest. Wir müssen die Quest noch markieren. Quest. Das ist jetzt der Nora. Ja, da kommt noch. Keine Sorge. Unterversorgt. Ja, merkwürdiges Angebot. Ja, ist wirklich ein merkwürdiges Angebot. Aber wir kriegen eine großzügige Belohnungskiste. So, wo müssen wir denn hin? Ach. 700. Alles klar. Kommen wir hier am besten runter? Da unten kommen wir am besten runter, ne? Man kann jetzt hier abseilen? Nice. Und hier geht's ziemlich weit runter. Das wird ein geiler Abseiler. Ein geiler Abseiler. Ja! Ach du Scheiße. Epilepsie, was war das denn? Ich krieg gleich einen Anfall. Das ist nicht gut, was wir hier machen. Das kann ich nicht. Überlebt Ella das? Ja, überlebt sie. Sehr schön. Finde ich gut. Na gut. Geht doch. Geht doch. Okay. Oh, Ella! Blöde Pisku. Hab ich schon mal gesagt, dass ich Jump'n'Runs liebe? Mein alter Freund, der Fallschaden. Das ist unglaublich. Ach. Ich muss irgendwann mal wirklich einen Counter einrichten und mal in der letzten Folge so zusammenfassen. Die ganzen Tode, Fallschaden sicher irgendwie 50 Tode, Maschinen 10. Ach komm, jetzt sind wir wieder hier oben. Mann! Ich hasse das. Nein, ich mach keinen Zeitraffer. In diesem Projekt gibt es keine Zeitraffer. Gibt es hier nicht einen schöneren? Habe ich jetzt schon die Quest gewechselt? Nein, ich habe die Quest nicht gewechselt. So, hier mal für dich das Angebot. So. Gibt es denn hier auch einen schöneren Weg runter? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss hier ganz runter. Das ist ein ziemlich weiter Weg. Ich brauche ein Schnellreisepaket. Mann. Ey, Leute. Du machst mich fertig. Was? Epilepsie, Achtung! Oh! Das tut weh. Nee, ernst, das tut weh. So, hier runter. Lass los, ey, Leute. Und weiter. Das überleben wir nicht. Wo geht's denn hier legal runter? Bringt das was, wenn ich da drüben weitergehe? Nicht wirklich viel, ich muss in die Richtung. Ich gehe einfach mal hier hoch. Das sieht ganz gut aus hier. Ich komme wenigstens ein bisschen in die Richtung. Das ist auch schon mal was. Ja, wie wir hier an den Felswänden entlang klettern. Oh shit. Ja, läuft ganz gut. Oh, läuft nicht ganz gut! Ey, lol. Kante fallen lassen. Oh. Mach mich nicht schwach, ey, lol. Das geht ja gar nicht. Kante fallen lassen. Jetzt überlebe ich, ne? Ja, sehr schön, danke. Wir sind unten. Oh, wir sind nicht unten. Warte, das überlebe ich doch. Komm. Ey, da. Schön. Alter, das ist wieder Panorama. Das ist wieder... Alter, wie geil das Wasser einfach aussieht. Ich schon wieder lange Beine. Oh, nee. Ah, das Wasser. Das sieht voll... Das sieht echt richtig realistisch aus. Hab ich noch nie erwähnt, wie geil das Spiel ist. Ah, schön. So. Liebe Bonnie, wir brauchen dich. Das Wasser, das sieht so... Ja, der Sprung war realistisch. Ich wollte dich gerade loben. Wo ist denn das Pony? Kommst du mal bitte? Komm raus hier! So. Sägezahn. Auch schön. Wir reiten einfach mal durch. Ne?
Kann mich mal. Nee, Pfui, geh weg. Nein, lass mich in Ruhe, bitte. Nein, lass mich. Ist ja auch alles voll mit denen. Ich reite einfach mal durch. Er hat mich gesehen, geil. Komm schon. Reitkopf. Schwing die Hufe. Ich reite hier auf den Berg zu, das ist keine gute Idee. Soll das nicht mit Säbelzähnen im Nacken. Sägezähne. Apropos Kräuter. Bietet sich gerade an. Wie nah sind wir denn? 200 Schritte, alles klar. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Mhm. Okay, das heilende Zeug nehmen wir doch mal mit. Oh, der Pony. Pony, komm her. Puss, puss, puss. Der beste Weg ist über den Weg wahrscheinlich, ne? Der beste Weg ist über den Weg. Rayon, Fresse. So. Heilung. Ne, die nehme ich mit. Das ist wichtig. Das brauche ich. Oh ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Was ist das hier? Heilendes Wildgedöns. Wildgedöns. Ach schön, Rayon. Da drüben auch. So viel Zeug. Ich meine, wenn sie das schon so anbietet, dann nehmen wir das nicht mit. Nein. Steht ja hier nicht umsonst rum. Wurde extra für uns angepflanzt hier. Okay, das ganze Reinholz kann ich eigentlich mal getrost hier. Das ist Eis, ne? Das ist ein Eisbübchen. Pony! Put, 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 put. Komm schon. So. Weiter geht's. Nein. Keine Pirscher, Mann. Wieso denn schon wieder Pirscher? So, reiten wir mal hier entlang. Nein, der Pirscher kann mich mal. Ach komm, nee, komm, nicht detonaten. Nee, der Pirscher kann mich. Komm schon, Reitkopf, zeig, was du kannst. Wir reiten hier durch, wir waren hier nie. Der hat keinen Beweis. Herr Breitkopf. Gehen Sie bitte weiter. Herr Breitkopf, bitte weiter. So. Die beachten uns doch eh nicht. Was sind wir denn hier richtig? Wir sind hier so gut wie richtig. Begib dich zum Dämmerberg. Okay, das heißt, wir müssen hier irgendwo hoch. Oder ist ja das hier schon der Dämmerberg? Der Dämmerberg. Jetzt muss ich die Stelle finden, die zu schwer zu erreichen ist. Falls ich irgendwas von dem Glauben schenken kann, was Vernunft gesagt hat. Ich weiß ja nicht, Aloy. Wahrscheinlich müssen wir wieder irgendwo hoch. Wahrscheinlich hier hoch. Wahrscheinlich hier hoch, oder? Können wir hier hoch irgendwo vielleicht, bitte? Ja, komm, das siehst du mal. Bestimmt wissen wir hier hoch, oder? Also irgendwas muss da oben sein. Hier geht's nicht weiter hoch. Okay. Dann halt hier. Doch, okay. Aber das ist dann nicht mehr im Radius. Doch, ist es okay. Ich wollte nur sicher sein, sorry. So weit komme ich doch niemals, oder? Nee, so weit komme ich nicht, aber egal. Kriegen wir auch so hin. So. Ey, Leute. Darüber. Danke. Komm schon, ich liebe Jump'n'Runs. Ich mach das voll gern. Ah, oh, Brian. Halt die Klappe. Ist das denn das hier produktiv, was ich hier mache? Wir klettern hier nur den Fels lang. Fels, die Felswand denn? Lang. Heile das Zeug. Wer hätte das gedacht? Da oben ist wirklich etwas. Und leer. Speermädchen! Was? Klar. Du bist da! Am perfekten Ort für einen Hinterhalt. Jetzt leg den prachtvollen Speer ab und wir lassen dich leben. Schmieriger Typ, ich wusste es. Du hast doch schon von mir gehört. Du weißt, wozu ich fähig bin. Warum sollte das hier gut für dich ausgehen? Warum denn nicht? Schnappt sie. Er wollte es wirklich? Zeitverschwendung. Und komm mal den Fremden. Erledigt. Komm, wie soll man denn. Das war keine gute Idee. Heilung! Ich weiß nicht, wie stark die sind. Ach, easy.
bereit für das Urteil der Sonne. Ach, das Urteil der Sonne kommt schon hier. Komm, das ist das Urteil der Sonne. Das Urteil der Sonne ist mein Speer. Schon gehört? So, down. Das war's? Na, geht noch weiter, okay. Kommen ja doch noch Leute. Hallo, Dullis. Du kannst nicht laufen. Die Sonne sieht alles. Down. Bam. Noch einer? Ah, hi. Ja, das hat mich doch noch erwischt. Das ist ja unglaublich. Aua. Pisskopf. Okay. Das war der letzte. Aber Vernunft ist geflohen. Direkt zu den Meridian Docks. Jede Wette. Dann würde er wieder zurücklaufen, oder wie? Oh, Mann. Wohin genau? Meridian Docks. Hier oben. Meridian Docks. Das heißt, wir werden am besten den Weg hier hoch über die Brücke wählen, ne? Okay, dann werde ich mir hier mal... Okay. Sollten wir hinkriegen. Sollten wir hinkriegen. Natürlich ist hier ein Berg im Weg. Ja, danke. Danke, Spiel. Heilung, ja, und Pony. Heilung und Pony, bitte, zum Mitnehmen. Einmal in die Tüte, bitte. Einmal Heilung und Pony in die Tüte. Mit in Eile. So. Reiten wir da mal hin. Wir haben wieder 600 Schritte. Heute wird viele geritten in dieser Folge, habe ich so das Gefühl gerade. Das sieht gerade sehr mystisch aus, dieser Wald. Finde ich sehr geil. Bei Nacht sieht das Spiel ja auch wunderschön aus. Das ist unglaublich. Hier haben wir den Pöscher, den wir einfach mal links liegen lassen. Ah ja, ist okay. Ne, der sieht uns nicht. Wir sind nicht hier. Wir waren nie hier. Hi, Leute. Bin nicht da. Ne? Ihr habt mich nicht gesehen. Ne, ne. War wer anders. War nicht ich. Okay, es war gerade dumm, dass ich hier im Kreis gedreht habe. Dadurch hat der Pöscher jetzt Zeit, uns zu holen. Ne, hat er nicht. Okay, der war zu langsam. Hier ist eine Wand, verdammte Scheiße. Was ist hier los? Okay, hier kommen wir aber zum Weg. Normalerweise noch. Wer kommt da? Niemand kommt da, Aloy. Da ist der Weg. Sehr schön. Bin ich sehr sozial. So, da oben ist die Brücke. Schön. Dann werden wir den mal Vernunft einreden. Auch ein schönes Wortspiel. Ach, das Lagerfeuer haben wir noch gar nicht. Okay. Ich glaube, so weit kommt das Hotte Hühe eh nicht hoch. Müssen wir hier eh zu Fuß gehen. Sind das hier Heilkräuter? Nee, aber das sind Reinholz. Und ich sollte mal wieder Reinholz sammeln. Ach komm, da brauchen wir nicht alles mitnehmen. So. Wovon sind sie, die Docks? Die Meridian Docks. Bei Nacht, die da... Seht ihr das? Seht ihr den Flareless-Effekt von den Sternen? Leichter Unschärfe-Effekt. Ey, Leute, so aus der Puste? Was ist denn los? Hi, Leute! Bin zurück! Na, ja, siehst du, stampft auf dem Boden. Das Ohr, wo sie nur können. Ja, das stimmt. Da ist ja noch eine Quest, Mann! Meine Familie könnte noch leben. Und ihr sitzt hier rum und tut nichts? Ja, sorry. Wir haben da draußen schon ein Dutzend Mann verloren. Die Befehle sind klar. Keiner mehr. Die Bürger wurden gewarnt. Ja, ja, ich komme gleich zu dir. Ich helfe dir. Ich rede von Leben. So, dann werden wir mal zur Rede stellen. Um Leben zu retten. So, sind wir bei den Meridian Docks. Hier sollte er irgendwo sein, ne? Alles klar. Nicht hier drin. Oh nein! Ach, lauf doch davon! Der kleine Feget. Ja, ja, lauf doch ruhig hoch. Ist okay. Lasst mich rein! Nee. Ach, Vernunft. Der Deal ist geplatzt. Oh, du. Wie wär's mit einem neuen Deal? Schneid mir den Finger ab. Oder meine Hand. Den linken Arm. Mein letztes Angebot. Was soll ich mit deinem fucking Arm? Das reicht nicht. Erzähl von mir. Ja. Ist das jetzt so eine Plot-Twist-Entscheidung, dass wir sagen, das reicht nicht und dann töten wir ihn und erzähl von mir heißt, der erzählt... Na komm, erzähl von mir. Oder? Na komm. Verlockend. Aber ich will, dass du deinen Kumpeln etwas sagst. Ich und mein Speer sind ab jetzt... absolut tabu. Das mache ich. Was soll ich sagen? Sag ihnen, dass du nur knapp entkommen bist. Sei kreativ. Das kannst du doch. Ich will dich nicht nochmal aufsuchen müssen. Verstanden. Du wirst nie wieder irgendwas von uns hören. Finde ich gut. Alter, badass, Aloy. Schön. Sehr geil.
umgekehrt ist, ein für alle Mal vorbei? Ja, ist ein für alle Mal vorbei. Nein, die Hauptquest kommt noch nicht. Wir haben noch eine Nebenquest hier irgendwo offen. Aber wo war die denn? Noch zwei Nebenquests. Ja, geil, okay. Leute, ich muss die abklappern. Ich muss. Es muss sein. Es tut mir leid. Es liegt in meiner Natur, das zu machen. So. Denn irgendwann würden wir die Quest sowieso machen. Nebenquests und so mache ich alle. Das gehört alles hier ins Let's Play. Das ist richtig. Faire Preise. Ah. Aber Leute, ich würde sagen, wir sind gerade. Sei still, wenn ich Abmoderation mache. Ich gebe nach vorn. Hi, Kumpel. Du bist mein neuer Bodyguard. Während Aloy hier schnauft, hast du hier Wache zu halten. Das ist mein neuer Freund. Die Gatterwache. Meine Mutter hat gesagt, ich soll mich von Fremden fernhalten. Wir kaufen Maschinenteile. Du siehst freundlich aus. Sag das die Wache. Du redest mit einer komplett gepanzerten Barbo-Wache. Und die sagt. Meine Mutter hat gesagt, ich soll mich von Fremden fernhalten, aber du siehst freundlich aus. Finde das nice. Schön. Okay. So. Leute, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge von Horizon Zero Dawn. Guckt auf jeden Fall. Stöberer, bringt uns euer Metall. Klappe. Guckt auf jeden Fall auch morgen bei der neuen Folge vorbei. Morgen 15 Uhr, wisst ihr ja, wie es läuft. Ja, schreibt eine Bewertung und so weiter. Schreibt eine Bewertung. Naja, und halt die Fresse. Gib eine Bewertung ab und schreibt ein nettes Kommi. Ich verbleibe mit einem Ray und sagt ciao. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Metallankauf, gute Preise, faire Preise. Mach du mal deine fairen Preise. Ciao, Leute.